So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Cooking Fever. Wir sind bei fast 81.000 Gold. Ich weiß gar nicht, wo wir waren in der letzten Folge am Ende. Da waren wir bei 77.000. Ne? Ich habe so 4.000, 3.000 Gold dazu bekommen und 60 Juwelen. Wir machen in der Pizzeria weiter, haben noch 10 Level vor uns. Ein Level habe ich gerade mal einen Stern bekommen. Das muss ich auch noch verbessern. Ja, die 29, das war ja wohl sowas von bad. Aber sowas von bad. Gut, machen wir mit der 31 weiter. Ja, ich habe die Sounds jetzt ausgemacht. Das ist natürlich ungünstig, weil... Das kann man hier nicht mehr ändern, oder? Doch, hier kann man es ändern. Sonst höre ich nämlich nicht, wann die Pizzen fertig sind. Ich habe es aber jetzt mal ausgemacht, weil mich dieses Stöhnen die ganze Zeit sowas von unglaublich abfuckt. Ja. Aber dann ist es halt so, ne? So, hier haben wir das, Tomatensauce und die werden wir sofort mal abgeben. Dann brauchen wir noch die Champignons. Dann möchtest du das hier, dann können wir gleich mal Popcorn abgeben. Dann eine normale Käsepizza. So, kriegst mal ein Getränk. Dann geben wir dir gleich mal ein bisschen etwas. Oder möchtest du rund mit das und Oliven? Und du möchtest eine eckige Käsepizza. Du bekommst das. Du bekommst eine... Alter, das ist so heftig. Und das, dann ist das auch fertig. Dann möchtest du auf jeden Fall ein Popcorn haben. Kann man dich gleich mal glücklicher machen. Zack und zack. Und du möchtest eine Käsepizza. Und du möchtest Popcorn. Und ich brauche mehr Popcorn. Mein Gott, warum ist das Popcorn noch nicht fertig? Tomatensauce, das und Oliven. Und du möchtest Popcorn und Popcorn. Du möchtest Spinat, Tomatensauce. Und du möchtest das und... Ja, ja, pst. Ich weiß, ihr wollt alle was haben. Aber was soll ich denn machen alleine? Ich bin alleine heute im Restaurant. Spinat und Champignons. Dann kriegst du noch Popcorn dazu. Dann kriege ich halt mal nicht so viel Geld. Dann ist es halt so. Meine Güte. Das, Spinat und das. Wer will eine Käsepizza haben? Ey, warum? Ich frage mich jedes Mal, warum das Popcorn nicht gemacht wird. Ich habe das Gefühl, es wird einfach nicht gemacht. Obwohl ich es gefühlt drücke. Du willst das haben, dann muss man für dich mal noch die Pizza machen, ne? Du willst eine Käse. Erledigt, erledigt. So, mit Tomatensauce, Tomatensauce und das. Da haben wir das, da haben wir das. Dann müssen wir noch eine mit Salami machen. Ich kann die Kunden nicht mal alle bedienen, ist ja Wahnsinn. Ah, da kriege ich eh nicht mehr hin. Dann gebe ich ihr noch ein Dings. Ein Popcorn, ja. Ich schaffe es jetzt nicht mal, alle Kunden zu bedienen in der Zeit. Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich denke, ich werde ja auch nicht mehr weitermachen in der Pizzeria. Das ist einfach too much. Das kriege ich nicht mehr hin. Vor allem, das ist so wahnsinnig anstrengend. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Da bin ich in der letzten Folge schon ein wenig böser geworden. Weg damit. So, Pizzeria erledigt. Die mache ich nicht weiter. Chinesisches Restaurant, indisches Lokal, Frühstückscafé oder das Meeresfrüchte-Bistro. Wir machen hier hinten das chinesische Restaurant. Schalten wir frei. Also Pizzeria ist erledigt, das mache ich nicht weiter, das könnt ihr knicken. Ich kriege höchstens nur noch einen Stern, wenn überhaupt. Und neue Level werden es noch vor mir. Vielleicht mache ich jedes Mal so noch ein, zwei Wochen Pause. Mal ein Level davon, aber lohnt sich auch nicht so wirklich. So, chinesisches Restaurant. 40 Aufgaben. Tiergekocht gesamt, Barrel. Das sind halt Fässer. Verwendete Shrimps und Stromverbrauch in Kilowattstunden. Dann werden wir doch gleich erstmal in die Interieurverbesserung reingehen. Okay, erstmal Küchenverbesserung, alles klar. Ein Teekessel. Na, ganz toll.
Das wird alles nicht besser. Wir haben wenigstens noch eine zweite Shrimp-Bratpfanne bekommen. Ein zweites Display ist schon mal nicht schlecht. Eine Speisenwärme, ein zweiter ist nicht schlecht. Die Sojasauce wird ein bisschen wertvoller. Der Salat wird auch ein bisschen wertvoller ohne Juwelen. Achso, hier die Dings noch. Dann schauen wir doch mal, was können wir uns denn leisten? Ein Barhocker, ein Fernseher, ein Tisch. Ich hasse das. Ich dachte, irgendwann würden die den Bug mal beheben. Eine Skulptur, ein Lautsprecher. Nee, Tische. Ein Bonsai-Baum, noch eine Uhr. Einen Bonsai-Topf. Tische und einen Barhocker. Ich habe Erfahrungsstufe 23 erreicht und ich weiß nicht warum. 900 Gold und 7 Diamanten. Und hier hinten haben wir noch ein Bild. Wahrscheinlich kriegen wir eine Erfahrung, wenn wir die Dinge aufrüsten. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Verbessere deine Theke-Stufe 1. 30 Erfahrung, 70 Gold. Verbessere deinen Schrimpofen Stufe 1. 20 XP, 80 Gold. Und kaufe einen zusätzlichen Displayplatz. 20 XP, 80 Gold. In Ordnung. So, dann würde ich sagen, versuchen wir mit Level 1. Da haben wir den Tee. Okay, der schüttet sich automatisch ein. Du möchtest einen Shrimp und einen Tee? Ups. Der Tee gießt sich schon mal automatisch ein, das ist gut. Sojasauce habe ich auch noch. Und hier habe ich auch noch Salat, okay. In Ordnung. Naja, es sieht doch erstmal ganz schön aus. Und ein Tee. Naja, den Tee müssen wir auf jeden Fall noch verbessern, gehe ich mal von aus. Ein Shrimp und ein Tee. Haben wir schon mal 220 Gold. Also seht ihr, wie viel Dings hier aufpassen? Oder wie viel Dings hier sind? Sojasauce und den Tee. Wie viele Displays hier sind? Das ist ja abartig. Das und das kriegst du. Oh, das war's schon. Ich bin schon bei 3 Sterne. Na, ein bisschen mehr Geld kann man auch noch machen. Mal gucken, wie lange ich das Spiel noch weiterspielen werde, wenn auch das chinesische Restaurant von der Schwierigkeit gerade her so anzieht, dass es einfach keinen Spaß mehr macht. Dann lasse ich es natürlich sein demnächst. Also die Pizzeria kannst du ja knicken, ey. Das ist ja abartig. Da wirst du ja wirklich bekloppt im Kopf. Sehr gut. Und ein Bonus von 20 Münzen, dankeschön. Ihr seid ja spendabel heute. Aber noch sind es einfache Level, alles okay. Ich bin echt gespannt, was es noch geben wird. Ah, oh, der Tee bereitet sich relativ schnell zu. Es wird nur eine Tasse, das ist noch nicht so viel. Dann wäre es natürlich besser, wenn man das auch verbessert. Aber hier seht ihr, sind es 12 Displays, ist das abartig. Da viel, viel schwieriger, ja. Ja, ist ungünstig.
Eigentlich hätte ich ihn gar nicht bedienen dürfen, also erstmal auf jeden Fall die anderen. Sojasauce. Und da fängt schon an, dass wir einfach die Verbesserung des Tees brauchen. Zwei Tees, na klar, gönn dir. Hier kriegst du. Sojasauce und ein Shrimp an sich. Hier kriegst du auch. Dann können wir gleich mit den Erfolgen hier durchgehen. Gibt 200.000 Münzen für Verbesserung aus, 500 XP, 5.000 Münzen, her damit. Und schalte für die Ressourcen 200 XP, 500 Münzen. Das war super. Und hier haben wir, es darf in einem Level kein Gast wütend werden, 10 XP, 100 Münzen. Das wäre 2 Schrimps in 4 Sekunden, 30 XP, 100 Münzen. Sehr gut. Mein Fischofen. Am Ende eines Levels dürfen keine Gerichte oder Zutaten übrig bleiben. Und gut, das sollte man hinkriegen. 2010, 7 Sekunden ist easy. Fischofen, was ist denn ein Fischofen? Ach, die ganzen Achievements, die kriegt man auf ein Easy hin. Das sollte kein Problem sein. Aber jetzt mal ein Tee ist ein bisschen. Ein zweiter Tee wäre nicht schlecht, ne? Und dieser Tee ist dann auch schon wieder was anderes. Mal sehen, was die da noch für Teller hinstecken, hier so und das hier. Vielleicht Sushi? Könnte auch noch sein. Dass das Sushi angeboten wird. Da kriegst du 33, kriege ich dafür. Für einen Shrimp und Sojasauce. So, wir jetzt enden noch zwei Schritte, sehr gut. Schon versuchen das mit dem am Ende dürfen keine, das hat natürlich nicht funktioniert. Keine Zutaten übrig bleiben, da hätte er jetzt noch einen Schritt haben müssen. Aber nicht so schlimm. Gehen wir schon hin, gerade in den ersten Leveln ist das total easy. Aber die ersten Leveln sind immer auch recht einfach. Da braucht man sich auf 3 Sterne noch nicht so viel einbilden. Erfahrung habe ich dafür bekommen. Die will aber ordentlich was haben hier. Keine Shrimps mehr, alle leer. Stern Nummer 1 ist erledigt. Ja, total verfressene Viecher, ja.
Nehmen wir alle meine Schrimps weg. Ich kann nicht mal welche in Reserve machen. Wahnsinn. Es kommen noch zwei Gäste, dann werde ich mal noch einen Schrimp übrig fertig zubereiten. Noch ein? Nee. Aber wetten, der will letzte Weg keinen Schrimp haben? War ja klar gewesen. Ihr seid scheiße. Ich werde die scheiß Mission erledigen. Jetzt habe ich sie gerade auf dem Schirm, also gefähr damit. Ich will die fertig machen. Achso, siehst du, wir sind eigentlich schon am Ende der Folge angekommen. Dann machen wir ganz kurz eine Pause. Genau, Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Cooking Fever im chinesischen Restaurant. Machen dann da weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, Leute.